Seid gegrüßt und willkommen zur 55. Episode meiner City Skylines Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, warum sind die Leute hier nicht drin? Hä? Eben kurz schauen. Ist wahrscheinlich viel zu laut hier, ne? Oh ja. Das hätte ich eventuell anders machen sollen mit der Autobahn hier. Wobei, das ist ja eh Gewerbegebiet. Das lasse ich mal so. Ich glaube, wir sind verlassen, weil wir hier die Arbeiter fehlen, die Ungebildeten. Aber dafür haben wir ja hier die Schule weggelassen. Also ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Nur hier, die sind ja bildungsfern, weil die Schule hier oben ist. Hier sind auch ein paar, die bildungsfern sind, aber das sollte noch funktionieren. Da ist eine Oberschule, da kommt auch keiner hin. Oh, Universität. Ja, könntet ihr in die Stadt dafür gehen oder so? Ihr braucht doch nicht extra im Stadtteil ein, oder? Oder kann ich das irgendwie machen, indem ich... Oh, Moment. Öffentliche Bibliotheken, Nutzer. Ja, Kapazität ist höher als... Genau. Die Verfügbarkeit ist eigentlich gegeben. Also hier überall. Nur hier unten, nicht in den kleineren oder in den abgelegeneren Teilen. Na gut, ich schaue, dass ich eine Schule für euch nochmal hier reinsetze. Wohin? Ah, hier, an die Ecke, an die Autobahn. Bestimmt gut zum Lernen. Okay, damit ihr nicht so dumm bleibt. Ey, doch nicht für euch. Ihr kommt eh nicht darüber. Ihr müsst da oben entlang. Oder über die Autobahn. Das wäre auch die Möglichkeit. Wow. Genau, hier würde ich keinen hinsetzen, aber vielleicht für euch noch irgendwo. Hier so. Ja, schon recht nah dran. Naja, wir schauen mal. Wir wollen sie ja etwas dumm halten, die Leute. Okay, ich brauche aber noch mehr von dem hier, Gewerbegebiet. Wo würde ich das denn, oder wo wollte ich das hinsetzen? Schauen, hier wollte ich ja einen Park reinbauen, irgendwann mal. Ich würde sagen, hierhin, also an den Kreisverkehr, um den Kreisverkehr rum. Da setze ich dann erstmal neue Straße. Ah, wie mache ich das am besten? Am besten nicht so eine große Straße. So eine, vielleicht so eine Allee. Oder so eine. Das geht dann von hier ab. Dann hier so hoch und dann vielleicht hier so... Ne, dann würden wir wieder da drum rumfahren. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja den Kreisverkehr benutzen. Wobei die Gebäude gehen ja bis hier. Wir machen das mal vielleicht so. Oh, können wir dann vielleicht weiter hoch? Hier so dran. Hier so eine Kurve rein eventuell. Das würde ich dann gerne gerade haben. Aber das ist wieder ein abgetrenntes Gebiet von den anderen. Moment mal. Wir machen das vielleicht anders. Dass ich hier vielleicht so den Knick direkt so... Hier so, genau. Und dann... Ab hier gerade... Warum geht das nicht? Ach so. Ich war noch im anderen Dings drin. In der anderen Bauform. Dann vielleicht... nee, wir lassen das so, dass man nur von dort hin, oder? Ich mache das jetzt so. Kann ich das hier so machen? Nee, so nicht. So. So, so vielleicht, genau. Und dann auch wieder zurück hier entlang. Ja, vielleicht hätte ich hier auch eine kleinere Straße nehmen können. Ist ja nicht alles so... Was? Nee, ich will nicht verbessern. Ich will ver... Ach so, es ist die normale Straße. Huch. Habe ich nur hier die grüne Straße? Okay. Alles klar. Dann kommt jetzt hier Gewerbegebiet hin. Zack, 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 zack. Ihr wolltet es so haben. Diese kleinen Fitzelchen finde ich irgendwie immer blöd. Naja. Ja, komm, das auch, das nicht, okay. Alles klar, dann passt das hier schon mal. Und mir ist noch die Idee gekommen, wegen, ach so, ach, für Touristen, okay. Nee, das nicht, aber für Züge, ich habe zwar keine Verbindung nach draußen, aber ich kann doch auch einfach, wo bin ich hier gerade, Moment, was? Hainhügel? Nee, ich muss hier lang, hier hin.
Ich kann doch einfach schauen, dass ich hier einen Güterzugbahnhof baue, also hierhin. Oh, hier sind gar nicht mehr so viele LKWs herum oder so viele Transportfahrzeuge. Oh, habe ich was kaputt gemacht? Läuft jetzt, oder was ist jetzt hier besser? Oh, jetzt wollen hier alle auf die Autobahn oder was? Was ist denn jetzt hier wieder das Problem? Okay, für die, die von da kommen, wird es hier eng. Ihr fahrt hier halt. Oh, das ist auch eng. Eventuell sollte ich das verbinden. Nur so eventuell. Mal schauen. Wir schauen einfach mal, wie es wird. Geht halt nur in die eine Richtung hier. Gucken, was passiert, ne? Ja, es wird sich jetzt hier auffüllen, weil die alle. Wo wollen die hin? Ja, meine super tolle Kreuzung hier. Ah, ich bin noch unsicher, was ich da mache. Okay, aber dann dürfte sich das hier ja etwas. Was ist denn das? Achso, hier sind die ganzen Müllfahrzeuge auch noch. Stimmt ja. Deswegen ist es ja auch so ein bisschen trüb. Aber wie gesagt, ich könnte ja so einen Güterbahnhof hier hinsetzen. Warum geht das nicht? Wie geht's? Achso, weil hier das hier wohl extra gedingst wird. Warum geht denn das nicht? Ah, wollte schon sagen. Ach so, die Schienen muss ich ja auch noch. Dann eventuell die Schienen auf die Seite. 60.000 kostet das Ding. Ich meine, das wäre ja nur zum Vorteil. Wir würden vielleicht ein paar LKWs hier hinfahren. Bis wo geht denn hier das? Okay, hier wäre schon der Strand. Ich probiere das einfach mal aus. Jetzt müsste ich nur noch rausfinden, wo die ganzen Güter auch hingehen. Was das hier ist, das für Einbahnzuggleis. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich so einen Kreis einfach draus baue. Gute Idee. Ich mache mal eben auf Pause. Wo wird es wohl hingehen? Hierhin, denke ich mal. Und dann ist das Ding wieder. Wohin mit dem Bahnhof? Ach, hier habe ich noch genug Platz, ne? Dann ist das Problem. Wie mache ich das, dass man auch abladen kann? Sind hier Häuser? Sind hier Häuser? Hier kann ich einen Bahnhof. Ah, da sind die Leute wieder angepisst. Moment. Hier kommt jetzt einfach hin, der Güterbahnhof. Oder hier so. Moment, was ist hier nochmal? Industrie, das ist doch super. Hallo? Das ist kein Bahnhof. Das hier. Oh, das wird super eng mit den Strecken hier. Moment mal. Nee, ich baue hier nochmal so ein extra, so eine Straße rein. Oh, die wird aber groß. Moment. Nee, nicht so groß. Moment, wie mache ich das? Oh, dass man nur in eine Richtung fahren kann, das ist auch gut. Obwohl, Moment mal. Genau, nur von hier kommt man raus, also zum Bahnhof hin. Dann so. Na, vielleicht doch bis da ganz oben dran. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich den setzen werde. Ja, doch hier so hin, weil ich wollte ja Platz haben zu den Seiten hin. Das passt. Passt das so? Ich weiß halt nicht, wie steil die. Oh, okay. Wie es aussieht, muss ich hier auch schauen, dass ich die Gleise. Ja, Gefälle. Gefälle, Gefälle, Gefälle. Gefällt mir nicht. Wobei, das hier wird gehen, genau. Aber hier muss ich echt schauen. Am besten ja nur in eine Richtung. Entfernung. Oder doch in zwei? Ich weiß ja nicht, was. Moment, verbinden Sie Bahnhöfe und ausgehende Zugverbindungen miteinander. Ausgehende Zugverbindungen finden Sie auf Kartenstücken, bla bla. Das hier, Einbahnschienensatz. Ich weiß halt nicht, ob die dann im Kreis fahren oder nicht. Wobei, wir machen das jetzt so. Wir nehmen an, die fahren im Kreis. Ich möchte gerne einen Tunnel bauen, genau. Das wird gehen. Okay. Erstmal so. Geht das so, so rund? Okay. Gute Bahn. Okay, wo wollte ich hin? Moment. Orientierung verloren. Genau, dahin zum Wasser. Aber unterirdisch alles, Moment mal. Ich will nicht unterirdisch fahren lassen, das ist irgendwie teurer. Müssen wir langsam wieder raus. Ob das geht? Moment.
Okay, hier kommt er erst wieder raus. Alles klar. Wie mache ich denn das jetzt? Hier ist ja mein Müllzeug. Da. Bin mal gespannt, ob ich hier so eine Bahnbrücke hinkriege. Hallo, bleib mal gerade. Das geht nicht, das geht nicht. Bis hier geht's. Oh Mann, das wird so eng alles. Es wäre echt cool, wenn das so hier drüber gehen würde, aber natürlich nicht. Dann vielleicht doch wieder unterirdisch, aber... Nee. Da. Habe ich mir ja toll überlegt hier. Ich schaue, dass ich von hier aus irgendwie da reinkomme. Hallo. Weg. Das ist wieder nicht zu hoch, ne? Zu tief? Es ging doch eben noch. Moment mal. Bis wo wäre das denn möglich? Das ist zu hoch. Oder ich muss weiter hinten anfangen, das hochzubauen. Hoch. Das ist zu hoch. Zu steil. Wie hoch sind wir denn schon? Ich sehe das nicht. Hey, das sollte doch... Ach so, hier ist auch ein Gefälle. Oh Mann. Schauen einfach mal. Ach, stör dich doch nicht an den ganzen Straßen und so. Okay, da fehlt mir wieder das Stückchen da. Wobei, kann ich nicht hier schon wieder was Neues? Schade. Das ist natürlich blöd. Schau einfach, dass ich hier so ein Häuschen, so ein Dingens umziehen lasse. Und erstmal hier hin, damit wir hier Platz haben. Damit die Bahnstrecke hier fortgeführt werden kann. Theoretisch. Ja, hier geht's, genau. Ist die Frage, baue ich es direkt höher? Geht das? Ach komm schon. Was ist denn hier das Problem? Okay, Grenze. Straßenweg. Die Gebäude. Okay, hier ist die Straße definitiv im Weg. Runter geht nicht. Okay, hier ist die Brücke im Weg. Oh, Moment. Hier ging es gerade, ne? Gott, das ist so ein Chaos jetzt. Warum ist das überhaupt noch so hoch? Das kann ich ja eigentlich direkt... Moment mal. Das hier baue ich jetzt tiefer. Ich werde alles kaputt machen, aber... Naja. Was ist das jetzt für eine Straße? Sechsspurig. Ist das die hier? Geeignet, bla bla bla. Wo steht denn das? Ach, ich bin schon bei Autobahn. Huch. Dann wird es die hier sein. Gucken wir mal. Keine Verbesserung. Keine Verbesserung. Ist das jetzt die? Genau, das wird sie sein. Dann reißen wir doch mal. Ja, ab hier können wir abreißen, weil diesen Knick brauchen wir doch hier erst. Gar nicht. So. Nicht mehr abreißen. Oder so. Da lang. So. Und direkt runterbauen. Oh, ist. Ach ja, das sah so dumm aus. Das war mein Problem hiermit. Da wieder verbunden. Sehr gut. Na, immer noch zu hoch. Oder zu viel. Möchte nur die Bahn... Oh Gott. Die Bahn hier durchführen. Ich hätte es doch einfach unten rum machen sollen. Geht das hier auch nicht mehr, ne? Belegt. Nö. Das war jetzt hier total unnötig, das hier umzuändern. Ich baue es jetzt unten rum. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder zu viel weggemacht. Wir fahren unterirdisch mit der Bahn. So, dann können wir auch den direkten Weg nehmen. Runter. Achso, ich muss erstmal anfangen. Sagen, bauen wir hier so einen Knick rein und gehen wieder nach oben.
Oh je. Oh oh. Will ich das überhaupt so rum? Ich meinte ja, ich wollte einen Kreis bauen. Das ist zwar quasi wieder der Weg zurück. Was ja eigentlich total egal, wo ich das reinkommen lasse. Ich muss halt nur schauen, dass ich den die Ausfahrt. Wow. Jetzt wieder. Wo ist das denn? Hallo, aufhören. Ich will keine Bögen bauen. Hallo. So, danke. Bahnübergang? Gibt es sowas nicht? Bahnübergang? Hallo? Hm. Ist das ein Bahnübergang? Ja, perfekt. Oh, Autobahn und Bahnübergang. Oh, oh, oh. Ich muss es ja schon irgendwie so drumrum bauen. Oh Gott. Und dann da irgendwie hinkommen. Das wird eher ein Spaß. Jetzt versuche ich es aber mit einer Brücke. Oh, das wird aber auch wieder nicht funktionieren. Na gut. Wir gehen wieder unterirdisch. Runter, runter. Und dann gerade durch bis... Was ist denn das? Hier ist der Bahnhof, oder? Genau. Ah, bis hierhin. Dann kann hier die Bahnstrecke wieder hoch. So ein Chaos. Ach so. Ja. Tschu-tschu. Ich weiß nicht, wie toll das ist für eine Bahn, so um die Kurven fahren zu müssen. Okay. Ich habe doch extra was freigelassen. Wie gesagt, ich weiß noch mal nicht, ob das schlau war, dass ich das als Einbahnstraße gebaut habe. Als Einbahnschiene. So, mich wieder hierhin ganz vorsichtig. Tada, das wird so in die Hose gehen. Wir schauen einfach mal. So, das heißt, es müsste ja von hier aus anfangen. So, Zug. Güterzugbahnhof. Go, go, go. Mach was. Züge können Güter und Rohmaterial in die Stadt befördern oder sie andernorts verkaufen. Ich hoffe ja, dass hier auch ein Zug hinkommt, ohne eine Verbindung nach draußen zu haben. Kann ich das irgendwo sehen? Kann ich das hier sehen? Moment mal. Wo waren das hier? Transport. So, hier ist noch null. Oh, Ausgaben haben wir schon. Ja, los. Züge. Kreuzung. Normalbetrieb. Züge können Güter, bla bla bla. Ich hoffe ja, dass es funktioniert. Okay, das hier hat mehrere Gleise, das Ding. Ist echt die Frage, kommen jetzt Züge oder nicht? Das muss ich noch weiter beobachten. Okay, irgendwas wollte ich ja noch verbessern, ich weiß ja nicht mehr was. Na, wir können ja theoretisch schon mal hier am Park rumbasteln. Plätze, andere Parks, nee. Stadtpark, sowas wollte ich ja haben, genau. Parkhaupttor. Von wo denn wohl? Von hier? Nee. Von hier, dass man so zwischen den Gebäuden irgendwie durchgeht. Oder auch nicht. Dann halt hierhin. Tada! Ja, Moment, ihr habt ja noch gar nichts. Wir machen hier so einen schönen gedingsten Weg. Aber natürlich nicht gerade. So, so ein bisschen. So, und da kommt jetzt ein Parkhaupttor. Das haben wir ja schon. Ein Platz im Park. Dahin. Was haben wir noch? Oh ja, Kaffee und sowas. Genau. Das sind die Nebeneingänge. Oh genau, Nebeneingänge. Kleiner Parkhaupttor, Parknebentor, sowas suche ich. Hierhin und hierhin und hierhin. Die muss ich natürlich alle noch verbinden. Auch ohne zu wissen, wo ich jetzt was anderes habe.
So. Oh, das ist... Ah, das passt schon so. Und von hier aus geht's dann... hier entlang bis dorthin. Und das hier... Oh, das kann gerade bleiben. Geht das? Tada! Parkinfostand, genau. Der muss an den Anfang. Und auch hier ans Ende. Kein Platz, kein Platz. Genau, noch ein Platz. Hier kommt auch noch ein Platz hin. Und hier hin. So, das hier ist ein Parkcafé. Kommt gegenüber von diesem Platz. Das Café kommt daneben. Das Café kommt hier hin. Das dorthin. Was haben wir noch? Oh, Toiletten. Ganz wichtig. Toiletten. Kommen hier hin. Die kommen hier hin. So, Infostand haben wir schon gesetzt. So, den Rest, da müssen wir noch drauf warten. So, Parkpflegegebäude. Oh, das ist ja etwas groß. Oh oh. Ja. Okay. Das kommt jetzt hier hin. Und ich baue da noch einen kleinen Feldweg hin. Das sollte ja genügen. Hoffe ich. Reicht das? Das reicht bestimmt. So, passt das? Wie neben einer Straße? Ja, das ist eine Straße hier. Was haben wir denn hier überhaupt? Basketballplatz. Den muss ich mal eben woanders hinsetzen. Passt der hier hin? Oder es wird passen, ne? Tada. Oh, alle traurig. Ja, 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 es passt. Sehr schön. Tada. So, ihr kommt direkt hier hin. Jetzt würde ich gerne noch irgendwie ein paar Bäume hier drin haben. Naturschutzgebiet? Oh ne, sowas nicht. Requisiten. Bäume? Bäume. Ich hatte doch irgendwo Bäume gesehen. War das hier? Landschaftsbau, genau. Gibt es nicht noch mehr Bäume? Ah, große Bäume. Baum. Noch ein Baum. Ein Baum. Noch ein Baum. Baum. Oh, andere Bäume. Ah, die Wiesen sollte ich auch so lassen, dass es da welche gibt. Sieht jetzt anders aus? Ah, schön. Was haben wir hier noch so? Eiben, okay. Okay, ich hätte die drehen können. Egal. Oh, Vegetation. Was ist das denn? Niedrige Vegetation. Da war ich schon. Was haben wir hier? Mauern und Zäune. Nö, Wege haben wir. Anpassen will ich ja nicht die Höhe. Was ist das? Achso, Kanäle. Nö, das reicht erstmal. Grün genug irgendwie. So, das freut die Leute jetzt, hoffe ich. Genau. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Wenn euch die Episode heute gefallen hat, natürlich nur. Und ihr könnt dann auch Kommentare hier lassen und das Video bewerten. Und halt wieder vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.